Folge Nummer 24 von Avorion. Wir sind durchs Tor geflogen während der Pause und ja, schauen wir weiter, was wir hier so haben. Gucken wir mal rein. Lauter Tesserspulenfabriken, 2, 4, 5 an der Zahl und ein paar Flieger. Wir haben ein Tor, Nord, Nordost, Süd, Südost. Von Süd, Südosten wir gekommen, also Nord, Nordost ist unser nächstes Ziel. Und das befindet sich dort. So, der Thomas Stehler hatte geschrieben, ja, fliegen wir dahin, dass wir ja das Naonet auch kaufen könnten und dann können wir hier auch einen Kern bauen und dann können wir auch ein Schiff bauen und dann ist das hier nicht weit weggeflogen umsonst gewesen. Das ist eine gute Idee. Hätte von mir sein können. Aber naja, wenn man so intensiv am Spielen ist, merkt man das manchmal gar nicht, was es für einfache Möglichkeiten gibt, ne? Und dann haben wir ja drei Stationen noch, können wir gerade in der Karte reingucken, ne? Wir haben ja hier noch die Heimatstation und da ist ja auch ein Ausrüstungsdock. Und hier muss auch eins sein, weil da eine Heimatstation ist. Das sollten wir dann auch noch ins Auge fassen, aber erstmal müssen wir hier weiter fliegen, dass wir da hinkommen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das sich so hier ergibt, oder? Mal gucken, was dahinter los ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es hier schon Naonit gibt oder nicht. Das müssen wir auch gucken. Es gab ein Update auch zwischendurch. Das Update hat so ein paar Verbesserungen gebracht. Ich soll irgendwie, ach, das kann ich jetzt hier nicht sehen wahrscheinlich, sollten auch so Sachen sein wie, das Leben erleichtern sozusagen, würde ich sagen. Quality of Life hatten sie geschrieben, dass das halt alles ein bisschen besser wird mit der Bedienung sozusagen. Ja, so genaueres, irgendwas mit farblicher Kennzeichnung hatte ich jetzt gerade in Erinnerung. Was war da noch? Ich weiß es nicht mehr. Bugfixes hat es auch gegeben. All solche Dinge sind da gemacht worden, ne? Ja, und wir müssen gucken, dass wir aber erstmal jetzt unser Naonit an Mann kriegen sozusagen, damit wir das haben. Ja, dann sind wir auch schon fast am Tor, da brauche ich auch nicht mehr schneiden, ne? Ja, warten wir es gerade ab. Was sonst noch so wichtig ist, dass zwei Schiffe sind ja irgendwie, haben keinen Kapitän oder auf jeden Fall fliegen die nicht durch die Gegend, hat der Thomas geschrieben, müssen wir mal nochmal gucken. Aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendwo soll es auch auf der Seite dann noch anzeigen, verbessert worden sein, dass man sieht, was man für Ressourcen hat oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, das fiel mir gerade noch ein. Aber wir sind jetzt gleich durch das Tor durch, dann geht's ja schon. Dann gucken wir, was dahinter ist. Hier war ja jetzt nicht so wirklich was. Und gucken wir, was es im nächsten Sektor gibt. Und wir haben schon 706. Ja, das hat ja mich, der Thomas auch geschrieben, dass wir das ja auch dann verkaufen können. Und dass wir da ja gut Geld für kriegen, ne? Und dann können wir auch das Naonit auf jeden Fall kaufen. Vielleicht den einen oder anderen Airlaser, den es dann auch noch hier gibt. So, kurz mal reingeschaut hier. Da gibt es ein Abzweig nach links und nach oben, alles klar. Und die Karte sagt uns, dass wir ja noch einen Ausrüstungsdock haben. Das ist ja noch geiler, oder? Schiffswerfer ein paar, das ist ja Forschungsstation, gibt es ja auch drin. Wow, das ist ein guter Sektor hier. Nee, M war falsch, das war richtig. Und wir müssten mal schauen, ist das da auch noch ein Asteroid? Ne. Oder der da? Da ist aber Titan drin. Ja, das wäre jetzt auch noch schön zu wissen, ob es hier noch nicht gibt, ne? Würde mich ja jetzt schon langsam interessieren, ob wir in einem Bereich sind, wo das gibt, ne, oder? Aber da sehe ich nur weiße Flecken, keine grünen Flecken. Ja, hier ist jetzt nichts Besonderes, ne? Oder ist der da? Ne, es sind mehrere Asteroiden nebeneinander, ne? Ja. Der auch nicht. Ne, da ist nix. Gut, dann war hier nix. Ausrüstungsdock sollten wir dann mal suchen, ne? Das ist hier für Raumjäger. Da oben muss es irgendwo sein. Wenn wir schon mal hier gerade bei dem Asteroidenfeld sind. Das ist was für ein Tor? Das ist das Westtor, was wir dann nehmen wollen. Hier sehe ich aber nichts Grünes zurzeit blipsen. Okay. Fliegen wir zum Ausrüstungsdock und gucken uns da erstmal um.
Aber wir können auch so gucken, ohne da anzudocken, brauchen wir erstmal nicht, ne? Sonderangebot, RCN-Traktorstrahl-Upgrade, internes Verteidigungssystem, Handelssystem, Schütz. Na, da ist jetzt nichts von hoher Bedeutung bei. Doppel-Titan-Air-Savage-Geschützturm, ne? Das ist das falsche Eisenbergbau. Auch falsch. Eisenbergbau, leider kein R, nur der Ohr ist ein R. Ja, der Rest schenken wir uns. Also brauchen wir gar nicht hinfliegen. Gut. Wollen wir denn hier noch ein paar Asteroiden? Ich will noch mal in die Asteroidenfeld reingucken. Waren wir da gerade? Ich sehe noch leider keinen Namen mit. Das ist Eisen. Und Titan, aber Titan ist schon reichlich hier, ne? War das unser Tor? Ja. Ja, dann würde ich sagen, ne? Machen wir uns mal auf den Weg zu dem Tor dahin und schauen dann, wie wir weiterkommen, oder? Schauen wir mal auf die Karte, wo es dann geht zum Westen, dann werden wir wahrscheinlich hier landen. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind einen Sektor weiter und wie ihr seht, gibt es hier einen Wahnsinnssprung. Zoomen wir mal raus. Allerdings ist der Wahnsinnssprung, glaube ich, in eine schlechtere Richtung. Nee, doch noch nicht. Das könnte sogar besser sein. Ich dachte, er geht mehr am Rand, aber ist nicht. Jo, der würde, na, ich weiß ja nicht, wie weit er noch geht. Man sieht es nicht, ne? Aber den sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen und einmal reingucken, wo wir da rauskommen. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist doch ein bisschen näher mit dem Asteroiden. Aber wir gucken nochmal erstmal hier in den Sektor selber rein. Reparatur, Ressource, Handel, Handel. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir hier machen, ne? Wurmloch. Und da ist es schon. Ja, hier so konkret ja nichts mehr dann, ne? Dann lass uns doch erstmal vielleicht das Wurmloch anvisieren. Kann man blöderweise nicht sehen, wie weit das weg ist, oder? Fokussieren kann man es hier nur. Aber Entfernung gibt's nicht. Kann nah sein, kann auch weit weg sein. Ich weiß es nicht. Ist immer schwer zu beurteilen bei so einem Wurmloch, oder? Aber wir fliegen auf jeden Fall da gerade rein und gucken, wie weit es da geht. Ja, ist doch einiges weg, glaube ich, ne, oder? Ja, lassen wir so. Da fliegt ihr gerade jetzt mit, damit wir sehen, wo wir da rauskommen bei dem fetten Wurmloch. Ist ja nicht verkehrt, so ein Wurmloch mal zu testen, wo das hingeht, ne? Ja, cool gemacht ist das ja schon. Astral Wonder Alpha ist der Sektor hier. Nichts Besonderes hier drin. Gab es hier eigentlich Asteroiden? Ja, nicht viele. Aber konnte man noch nichts sehen. Schade, aber ist nicht schlimm. Wir machen jetzt den Sprung durchs Wurmloch. Wurmloch kostet das Geld? Ich glaube nicht, ne, oder? Ja, dauert aber, ne? Na, jetzt wollen wir da aber mal rein. Ist es noch so weit weg? Das Geblibber am Rand, das ist schon cool, ne? Ich glaube, jetzt muss es aber langsam so weit sein, dass wir durchspringen. Noch viel größer kann das ja nicht sein, oder? So, und wo sind wir angekommen? Karte? Oh, das geht aber wirklich quer über die Karte, ne? Und das ist jetzt nicht viel weiter zum Zentrum hin, wie wir da waren, glaube. 1, 2 vom Rand weg. 1, 2, also wir sind dann da. Oh, ein bisschen näher ist es ja, ne? Also mal gucken. Gibt es denn hier Asteroiden? Hier gibt es ja keine Asteroiden, das ist ja noch besser. Dann ja, müsste man gucken, kann man irgendwo hinspringen, wo es sich lohnt. Aber es lohnt sich auch noch nicht mehr, hier irgendwo hinzuspringen, oder? Ah, das würde ich sogar schaffen, glaube.
Machen wir das doch gerade, oder? Die zwei Sprünge müssten wir doch hinkriegen, oder? Da blipperte das doch eigentlich hier so grün. Da haben wir es doch nicht sofort geschafft. Das ist schlecht, da müssen wir dreimal springen. Das wird uns verzögern. Okay. Hier ist nichts los. Aber hier geht es nochmal einmal weiter. Geht aber mit dem Springen, ne? So, und was ist hier? Gute Frage, ne? Na? Hier gibt es nur Bergbauschiffe. Okay, aber wir können mal schnell hier reinfliegen und gucken, ob es hier Naonit gibt. Ein Bergbauschiff ist auf jeden Fall da vorne. Kann man das dran sehen, was der dabei hat? Glaub nicht, ne? Also ich sehe nichts Grünes bis jetzt. Eisen sehe ich, Titan sehe ich. Viel ist es auf jeden Fall, ne? Ne. Aber haben wir den ausgewählt? Nein. Da können wir mal gerade reingehen. Grüß dich, gleich mit Bergbeschrohme. Was macht der? Wo ist dein Heimatsektor? Ach, ist nicht mehr. Minus 245, minus 340. Okay. Und unser Schiff da unten findet keine Asteroiden mehr und der... Ah, hier kann ich dann draufklicken, okay. Oh, jetzt ist weg, ne? Na, ja, wieder gut geklappt, ne? Aber wir können das ja nochmal machen. Ja. Oder auch nicht. Wo ist denn das zweite Bergbauschiff? Hier haben wir noch zwei in dem Sektor, da oben ist es. Okay. Das ist das gleiche. Ja. Sehen wir jetzt hier irgendwo was Grünes? Ich glaube eher nicht, ne? Wahrscheinlich sehe ich das nicht, aber ihr seht das sofort, ne? Und nein, ich glaube, hier ist nichts. Hier ist viel Eisen dabei, ne? Insgesamt ist es ja, oh, 2000 sind's. Okay, das bedeutet doch, Karte war schon richtig und der Weg geht nach da oben hin, wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Hier machen wir jetzt nicht weiter, bringt ja nicht so wirklich was. Wenn der Schlitz da jetzt nicht wäre, hätte man noch nach Norden fliegen können. Das wäre vielleicht noch interessant gewesen. Oh. Ja, niemand. Wiedersehen. Hast zwei Möglichkeiten. Entweder zahlst du mir 22.000 Credits für dein erbärmliches Leben und Schiff oder du stirbst. Also was wird es wohl? Gib mir eine dritte Option. Nein. Nein. Weil ich das sage. Ich bin gleich tot.
Ja, das ist ja jetzt echt ärgerlich gelaufen, ne? Jetzt waren wir schon so weit weg. Und Spook haben wir jetzt gesehen. Das war ja jetzt wirklich krass, ne? Das hat sich jetzt von alleine erledigt, ne? Traurig, aber wahr. Unser Rekonstruktionsort. Naja, das ist ja auch nicht keine verkehrte Stelle. Da oben waren wir, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich denke, wir werden jetzt natürlich dann in das andere Schiff, welches sich hier befindet, einsteigen. Aber wir können erstmal hier gucken. Ausrüstungskorb gibt es ja hier auch noch. Wir sind gedockt, ne? Also Ressourcendepot. Ja, gut. Das brauchen wir nicht. Das können wir knicken. Wir müssen das Ausrüstungsdock aussuchen. Sieht das einer da unten? Da können wir noch natürlich noch reingucken. Fliegen wir mal schnell hin. Den Moment haben wir. Das war jetzt aber da oben kein grünes Leuchten, ne, sondern eine andere Farbe, ne? Warum blinkt da jetzt das minus 245? Kann ich jetzt direkt dahin springen? Das wäre ja jetzt richtig cool, oder? Ah, der ist außer Reichweite für dieses Schiff. Ich glaube, das wäre auch für jedes andere Schiff außer Reichweite. Für den Versuch war es ja wert, ne? Tricky. Okay, hier ist die Landebahn. Gucken wir, dass wir da gerade docken. Ach, wir könnten. Warum docken? Warum können wir nicht erstmal so gucken? Ne? Wäre auch ganz einfach gewesen. Ne? Jetzt sind wir schon hingeflogen. Transporter-Software, erzählen Traktorstrahl-Upgrade, Geschützkontrollsystem, General-Upgrade, Radar-Verbandhandelssystem, Geschützkontrollsysteme. Schildverstärker, Scanner. Hier ist jetzt so nicht so wirklich was dabei, ne? So, jetzt wollen wir hoffen, dass hier aber was bei ist. Eisenbergbaugeschützturm, nein. Ich sehe kein R, leider. Doppelpoint Defense Treffermaschine, Fever Volta. Ne, das war nix. Da sind wir also auch umsonst hierher geflogen. Das bedeutet, wir steigen jetzt in Sektor wechseln. Das wollte ich jetzt schon immer mal ausprobieren. Dann sind wir mit der kleinen Drohne dahin, ne? Oder wie ist das? Ne, wir sind dann doch ins Schiff gelandet. Alles klar. War ja die Dingens, ne? Die Drohne. So, dann sind wir jetzt hier drin. Jetzt müssten wir nur gucken, wo hier. Da oben ist das, sag schon, Ausrüstungsdock. Und der ist aber schneller unterwegs wie die kleine Drohne, ne? Ja, dann gucken wir gerade, ne? Da fliegen wir schon wieder hin, obwohl wir so gucken können, ne? Das ist so krass. So, S, Elektrohüllen, Polarisierer, Generatorupgrade, Geschützkontrollsystem. Diese Geschützkontrollsystem, ach, das hier könnte vielleicht noch ganz, ach so. Ne, kann ich nicht kaufen, kann ich auch nicht angucken, kann ich nur, ach da, wenn es jetzt kommt. Bewandert Geschütz 2. Okay. Brauchen wir aber jetzt nicht so viele, so, oder? Erstmal hier Transporter-Software. So, und jetzt das Entscheidende. Eisenabwracker, Bergbau, aber kein R, oder? Kein R. Schade. So, das bedeutet, wir gucken auf die Karte. Wie kommen wir da rüber? So, gar nicht. Das heißt, wir müssen jumpen. Koordinaten ins System eingeben und dann darüber springen. Und dann sind wir hier. Springen mal gerade hier hin, weil da so ein grüner Blips ist. Schauen wir mal, was beim grünen Blips ist. Na. Ist das ein dicker, fetter Asteroid, den wir beschlagnahmen können? Ja.
Ja, das trifft sich doch schon mal wenigstens gut. Warte mal, lass mal gucken, was gibt's denn hier? Bergbauschiff, leichtes Bergbauschiff. Gut, wir fliegen dahin, wo das jetzt ist. Wo ist er denn jetzt? Da. Nur aufpassen, hier sind ganz viele Asteroiden und Nebel, da kann ich nicht so gut sehen. Nicht, dass ich gleich irgendwo gegenknalle. Okay, da gibt es auch was zum Abbauen, wenn. Aber der ist außen auch angemarkert. Hier ist jetzt nicht so neblig. Ja, das System, was hier drin ist, ist, glaube ich, ganz gut, kann das sein. Schon Brocken, ne? So, F. Einnehmen auf jeden Fall. Und F. Den können wir das verkaufen. So. Nochmal gerade. Tausend Credits haben sie. Wegs. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie wir mit denen so vertraut sind. P war falsch, I ist richtig. Da sind die, mit denen sind wir schon gut gestellt. Da sind wir ausgezeichnet, da sind wir auch gut. Aber die sind schlecht gut, also vielleicht soll man das doch besser verkaufen, ne? Damit das nicht nachher durch irgend so ein bisschen kleines bisschen da runtersteigt, oder? Ich glaube, das machen wir. Dann sind die Beziehungen mit denen noch besser geworden. Ja. Das war nur knapp mit denen, glaube ich. So, dann haben wir das erst, würde ich sagen. Wir kümmern uns in der nächsten Folge dann um den weiteren Weg zu diesen Dingens, beziehungsweise das Koordinatensystem ist ja schon hier, können wir schon eingeben, dass wir dann da hinkommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir am Zielort angekommen sind. Ich springe nochmal rein, das nehmt ihr noch mit. Hier ist nichts, wie wir sehen, ne? Und ja, dann haben wir das erst, ne? Hier ist auch gar nichts. Gut, dann Heimatsystem und Koordinaten in NAV-Computer eingeben und ausrichten. Und springen. Jetzt die Frage, wie weit das Ding noch weg ist, ey. Ich wollte schon eigentlich Tschüss sagen, ne? Da unten ist es. Komm, wir gucken mal gerade rein. Diesmal fliegen wir nicht sofort hin. Doppel-Eisenabwracker, Eisenbergbau, Eisenbergbau, Doppel-Eisenabwracker, Titan-Air-Mining-Geschützturm. Das ist doch schon mal einer, oder? Das bedeutet. Wir müssen hinfliegen, da sind ist mindestens einer, ne? Hat da unten auch nochmal Mining. Okay, hat sich erledigt mit Pause und Unterbrechung. Wir müssen erst hinfliegen. Zieht sich etwas, Leute, aber kriegen wir auch noch hin, ne? Hat sich jetzt gelohnt, da noch gerade hinzufliegen. In der nächsten Folge wäre abgespeichert gewesen und dann hätten wir wahrscheinlich diesen Deal nicht machen können, oder? Und wir haben ja ein schnelles Schiff, 1300, das ist fast, ne, es ist viermal schneller als die Drohne. Kommen wir also relativ zügig hin, wie wir gerade sehen. Okay. Traktorstrahl ist jetzt nicht da, aber wir sind schon gedockt. So, Ausrüstung handeln. Den kaufen wir. Ach, den gibt's gleich mehrmals. Hä? Hä? Jetzt habe ich sie alle drei gekauft. Hier unten sind nochmal zwei, aber die sind aus Eisen, die waren schon aus Titan.
könnten natürlich auch noch ein paar mehr kaufen, ne? Aber wir haben keine Kohle dafür mehr. Können wir was Unwichtiges verkaufen? Standardhandelssystem, Quantenhybrid, Geschützkontrollsystem. Ach ja, solche schönen Sachen hier. Geschützkontrollsystem haben wir auch noch da. Entschuldigung, da ist noch ein R-Miner. Der ist noch besser. Ja, das gibt alle kein Geld, ne? Ressourcendepot aufsuchen und dann geht's weiter, oder? Gab's hier eins? Ja. Naja, ist nicht gerade um die Ecke. Machen wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Dann kaufen wir noch ein bisschen was ein und gucken zu, dass wir noch weiteres verkaufen da was. Und dann gucken wir zu, dass wir hier weitere Mining-Laser kriegen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.